Hallo und damit herzlich willkommen zu der ersten Folge Sixty Parsecs. Ihr habt es euch ausgesucht, weil ich hatte eine Abstimmung im Community-Tab, den ich auf einmal habe, weil alle ihn jetzt haben und man braucht keine 500 Abos mehr. Aber gut, ihr habt dafür abgestimmt, dass wir Sixty Parsecs spielen, weil ihr hattet die Auswahl zwischen 60 Seconds, Sixty Parsecs und 60 Seconds Reatomized oder 60 gar keins. Dafür hat, glaube ich, auch jemand gestimmt. Und das hat gerade so gewonnen hinter 60 Seconds. Und jetzt spielen wir das. Ich habe es mir extra dafür geholt, tatsächlich. Also lasst dafür mal ein Like da. Nein, wisst ihr nicht. Aber wäre trotzdem cool. Ich habe dafür 10 Euro bezahlt, okay? Ich weiß persönlich noch nicht, wie ich die Folgen in Klammern... Es ist ja immer so rundenbasierendes Spiel. Ich weiß nicht, wie ich es einteile, weil ich habe nicht gerade Lust, 40-Minuten-Videos hochzuladen. Das heißt, es wird wahrscheinlich immer... Eine Folge wird wahrscheinlich immer eine Hälfte vom Spielerlebnis sein. Das heißt, ich teile das wahrscheinlich 20 Minuten auf oder je nachdem, wie lange wir halt überleben. Und, unser Inventar ist voll. Oh Gott. Ach, wir können auch gar nichts einmachen. Oh shit, ich hätte mir die Zeit mal besser einteilen sollen. Kann das sein? Ich hole da hinten noch eine Suppe. Komm, schnell. Mach das Ding auf! Gut, let's go! Das ist also der Beginn. Wir holen uns erstmal einen Crewmate. Der schien ziemlich kompetent. Und Suppe auf jeden Fall. Suppe ist sehr wichtig. Aber auch Wasser. Wasser ist eigentlich auch super wichtig. Wo ist Wasser? Shit. Übrigens, wer das Spiel nicht wirklich kennt, es geht hier ums Überleben, weil eine riesen atomare Explosion die ganze Welt und unser Shuttle auslöscht. Und je nachdem müssen wir in einem noch kleineren Shuttle, in einem Rettungsshuttle, überleben. Oh shit, mein Inventar ist ja voll. Was mache ich hier überhaupt? Gott, es wird so ein Chaos sein, die erste Runde jetzt. Ich habe eigentlich immer nur 60 Seconds gespielt. Das heißt, hier kenne ich mich absolut nicht aus in dem Spiel. Ich habe halt, wie gesagt, nur das Tutorial gespielt und da instant verkackt, weil ich auch verkacken wollte, um eigentlich mit euch den ersten Eindruck so zu scheren. Genau. Oh Gott. Schaffen wir noch einmal? Komm, wir schaffen noch eine... Schaffen wir noch einen Crewmate? Ich will es nicht riskieren. Muss ausreichen. Die andere kommen nicht mit. Tut mir leid, ich muss dich hinterlassen. Aber du kannst doch selber rennen. Ist deine Schuld. Und damit explodierte unser Shuttle. Tja. So schnell passiert das, ne? Leute, so schnell passiert das. Habt immer ein kleineres Raumschiff zur Verfügung, damit ihr flüchten könnt. Mein Tipp an euch. Falls ihr euch jemals in dieser Notlage wiederfindet. So. Übrigens, ich hatte so viele Probleme mit der Kamera heute. Es ist so eklig gewesen. Also, ich bin froh, dass es jetzt klappt. Aber wer am vorgestern beim Stream dabei war, der hat das aber auch gesehen, dass ich da ziemlich Probleme hatte. Aber demnächst kommen wahrscheinlich wieder ein paar Streams. Gut. So sind wir also angekommen in unserem schönen... Aber klein, aber schön, Rettungsschiffchen. Wie nennt man sowas? Rettungskapsel heißt das. Hier haben wir unser Tagebuch, denke ich. Hi, dein Astro-Computer-Assistentin meldet sich zum Dienst. Du musst wohl Emmet sein. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, wenn ihr das wirklich lesen wollt. Ich überfliege das immer nur und gebe eine kleine Zusammenfassung. Falls ihr das lesen wollt, pausiert das Video. Ihr wisst Bescheid. Gut, wir sind anscheinend hier einfach angekommen und das ist schön. So, und hier ist der hauptsächliche Computer. Das werde ich, denke ich, vorlesen. Captain, alle Missionen der Astrobürger beginnen mit einer ermutigenden Rede. Lass dich nicht von mir aufhalten. Deine Besatzung schaut dich gespannt an. Zeit, ihnen zu zeigen, was du auf dem Kasten hast. Es wird ernst. Jetzt kannst du zeigen, welche Art Captain du von dieser unglaublichen Reise sein wirst. Was für eine Rede wirst du halten? Gut, jetzt haben wir die verschiedenen Funktionen. Wir haben uns ja Emmet ausgewählt. Emmet ist der Captain jetzt, sage ich mal, den wir sozusagen spielen. Und Emmet ist, sag ich mal, der Schlaue und der Schnelle und ganz bestimmt nicht der Starke. Und ich finde persönlich, eine Rede könnte man perfekt anfangen mit etwas sehr Schlauem, weil, warum nicht, ne? Also, ich meine, du könntest jetzt natürlich auch dein T-Shirt auseinanderreißen und deine Muckis zeigen, aber ich persönlich finde, dass du mit Intelligenz ein bisschen weiterkommst damit. Das heißt, das werden wir tun. Gut. Und so sehen die Sachen dann aus. Und dann werden wir immer wieder Tag für Tag. Ich glaube, die müssen zwischen drei und vier Tagen immer gefüttert werden. Das weiß ich jetzt nicht. Im ersten Teil war es auf jeden Fall jeden vierten Tag, würde ich sagen. Und genau. Weltraumreisen können öde sein. Aber es gibt zum Glück Unmengen an Möglichkeiten, um den Spaß im Weltall zu verbringen. Vertrau mir, ich lebe in einem Computer. Entwerfen wir doch ein Spiel. Dein Spiel braucht ein Spielprinzip. Es könnte sich um einen Gegenstand drehen. Na los, werd kreativ. Was für ein Spiel wirst du entwerfen? Na gut. Wir müssen halt mit Feuerzeug, ne? Werden wir herumkokeln? Ich würde gerne mit der Schaufel was machen. Vielleicht hätten wir uns damit geschlagen, aber... Ach komm, macht es. Macht, setzt das ganze Ding in Brand. Ist okay. Wenn ihr da mit euren Spaß habt, dann müsst ihr es tun, okay? Hier gibt es auf jeden Fall viel weniger zu lesen.
als bei 60 Seconds. Was krass ist. Das Spiel drehte sich um ein Feuerzeug. Das Spiel im Prinzip lautete: Jage die Besatzung durch das Shuttle. Wenn sich eine von dir gejagte Person verbrannt hat, schuldete sie dir 10 Liegestütze. Also hatte die euren Spaß, ich. Okay, ich weiß nicht, inwiefern man hier rumrennen kann. Aber okay, vielleicht haben sie sich ja geschrumpft dafür. Frag mich nicht. Wir haben eine kleine Metallschachtel in einem dieser Fächer gefunden. Darauf steht: Ansert, bitte öffnen. Du könntest das Schloss auseinandernehmen und dir so ein paar Materialien sichern. An den Inhalt kommst du dann aber nicht. Du könntest auch versuchen, sie zu öffnen, wenn du denn geschickt genug bist. Wofür entscheidest du dich? Ich möchte es öffnen. Ich will gucken, was drin ist. Ich möchte doch nicht die Ressourcen davon haben. Wer bin ich, Alter? Ist doch viel spannender, da irgendwie eine Mystery Box jetzt zu öffnen und irgendein Happy Meal aus 2001 zu haben, obwohl wir hier 2500 sind oder so. Du hast das Schloss von der Schachtel in die Schachtel gefunden und hast vorsichtig auseinandergebaut. Vorher gesagt, die Schachtel war nicht mehr zu gebrauchen. Oh. Shit. Ja, gut. Großteil war einfach nur Müll. Das war die Verschwendung. Ja, okay. Es tut mir leid. Okay, wir sind an Tag 4. Ich meine, die Jungs und Mädels sollten mal was zu essen bekommen. Können die was? Danke. Denn ich weiß nicht, ob sie sich reichlich verdient haben. Bin ich mir ziemlich unsicher. Die essen eine ganze Suppe. Damn. Okay. Okay, das merke ich mir aber. Ich mache da vielleicht doch nicht mehr jede vier Tage was draus. Captain, es ist äußerst wichtig, alle an Bord gut zu ernähren. Eine Portion köstliche Dosensuppe reicht aus, um einen Menschen einige Tage lang zu ernähren. Was auch immer du in der Raumstation mitgenommen hast, muss eine Weile reichen. Deshalb ist es wichtig, genau darauf zu achten, wie viel noch auf Lager ist. Zumindest, wenn du nicht deine Besatzungsmitglieder verspeisen möchtest. Haha, das war ein Witz. Bitte würdige ihn und lache. Ich hab gelacht, ja. Na, schau mal, wir bauen schon eine Verbindung zueinander auf. Ja, das ist eine Verbundenheit. Wer wird die Routineüberprüfung durchführen? Dafür wird nur eine simple Mathematik benötigt. Ich weiß, dass ich viel zu viel verlange, aber ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Besatzung. Wir schicken den Alten. Der sieht aus, als hätte er Erfahrung in dem Business, okay. Der hat bestimmt auch immer Pfandflaschen gesammelt neben irgendwelchen Bars. Also, sammeln muss ja gut sein dann. Was soll ich nur sagen damit? Und, wow, er hat eine Suppe gefunden und eine Suppe verloren. Also, kurz gesagt, wir haben keinen Plus gemacht. Du hast in der finsterten Ecke des Schiffs einige verrottete und angeschwollene Suppendosen gefunden. Irgendjemand muss das dort vor Lagerzeit deponiert und dann völlig vergessen haben. Sie sehen nicht wirklich unbedenklich aus, aber andererseits ist es Dosensuppe. Die sollte sich eigentlich 737 Jahre lang halten. Willst du die Dosen behalten? Ich meine, 737 Jahre. Ich weiß nicht, in welcher Zeit das spielt, aber do it. Gönnt euch die Suppen und werdet krank dran. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden die wirklich krank dran. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nein, tatsächlich. 2 Dosen Suppe. Let's go. Und wir kriegen hier schon eine ziemlich sexy Frisur. Der 3-Tage-Bart sieht doch prächtig aus. Captain, es ist Zeit, das Kühlwasser unseres fabelhaften Mini-Reaktors für Astro-Bürger zu wechseln. Diese prächtige Maschine benötigt nur 2/3 unseres Lagerraums und wiegt nicht einmal 20 Tonnen. Woo! Wahrlich ein Wunder, der immer kompakteren Raumfahrttechnik. Ihn zu warten und in gutem Zustand zu halten, ist von entscheidender Wichtigkeit, aber schwierig. Um die Kühlmittelleitungen zu spüren, musst du die Drehmomentswellen, oh Gott, 17 Minuten lang mit genau 98 Schlägen pro Minute drehen. Mergen hat nichts zu tun. Willst du sie darum bitten? Ja, los, komm. Los, komm. Mach mal was. Habt ihr nicht umsonst mitgenommen? Also wirklich. Kann ja wohl auch mal was machen. Wurde auch schon gefüttert von mir. Ah, hat das gern gemacht. Okay, das ist doch schön. Das gibt mir einen Karma-Punkt für die. Nicht ein Karma, sondern ein Charisma-Punkt. So. Ui, du hast ein Hologramm-Schachbrett an Bord gefunden. Wie, du hast noch nie etwas von Hologramm-Schach gehört? Es funktioniert wie normales Schach, aber mit einem großen runden Brett und holographischen Monstern als Figuren. Ist das eine Star-Wars-Reference? Da es keine Materialienteile gibt, kann ich auf jeden Fall mit dir spielen. Du musst meine Züge eingeben, aber vergiss nicht, dass ich die Luftzufuhr in deinem Schlafzimmer regle. Ich meine ja nur, dass du besser nicht schummeln solltest. Möchtest du spielen? Ja. Wir gehen natürlich mit Köpfchen ran und nicht mit Schnelligkeit. Weil ich wüsste nicht, was es bringen sollte. Bin ich ehrlich. Ich wüsste es nicht. Ich kann es nicht glauben, dass du mich im Hologramm-Schach geschlagen hast. Ich werde dich umbringen. Nein, keiner weiß, was da stand.
Captain, deine Aufmerksamkeit wird hier benötigt. Das ist ganz und gar nicht normal. Wir registrieren unbekannte Signale. Ich kann nicht identifizieren, wer sie sendet oder was sie beinhalten. Es könnte eine Störung durch eine Sonneneruption sein. Oder viel schlimmer noch, eine neue Art der Sowjets. Oh Gott, nein, das bloß nicht. Ihre Signale zu verschlüsseln. Wir müssen diese Signale... Also es sollte wahrscheinlich ja nicht wir. Wir müssen diese Signale so schnell wie möglich entschlüsseln. Nach allem, was wir wissen, könnte es unser Überleben davon abhängen. Wer soll die Signale überwachen? Ja, Mehmet, oder? Der kann das doch am besten. Denke ich mal, der ist am schlausten. Und ich sollte die, glaube ich, auch füttern, oder? Ich werde es mal tun. Bevor ich jetzt hier gnadenlos draufgehe. Übrigens, falls ihr Tipps zu dem Spiel habt, dass ich irgendwie auch die nur alle 20 Tage füttern muss oder so, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ohne zu spoilern natürlich, ne? Macht das gerne. Sowas ist gern gesehen. So, erster Kontakt. Ja. Die Nachricht ist auch immer aufgeploppt, wenn man irgendwen anschreibt. Captain, ich muss dir auf einige Fälle Wartungsarbeiten im Shuttle hinweisen. Vor allem die Sicherheit und Begutachtung der Ausrüstung. Wir liegen mit der letzten Überprüfung im Zeitplan zurück. Bei all den neuen Sternen, wir sollten unsere Ausrüstung überprüfen und Megan scheint dafür ziemlich Zeit zu haben. Gibt es etwas, was sie sich anschauen sollte? Ich denke mal, die Batterie. Das ist am wichtigsten von den drei Sachen, denke ich. Würde ich sagen, hat am meisten Platz gebraucht, also... Guck dir die mal bitte an, Megan. Du kannst es tun. Oh, was ist hier los? Sie könnte mich weiterbringen. Das Signal in meinem Rauschen sein. Ich stand mit dem verlassenen Shuttle in Kontakt. Oh Gott, ist das viel. Warte, ich überflieg's. Oh, es gibt nur ein Problem. Sie ist Kommunistin. Oh. mit ihrem Triebwerken geblendet. Ja, bevor die uns noch umbringt. Die meinte, okay, ich bin Kommunistin, wir müssen alles teilen. Ihr seid wahrscheinlich auch Kommunisten, ich tue euch nichts, weil ihr die gleiche... ist. Kommunismus ist ja nicht wirklich eine Religion, sondern den gleiche Denkweise habt. Bevor die uns halt umbringt, ich will nicht jetzt schon sterben. Okay. Danke, dass du mich bereit erklärt hast. Oh Gott. Dich als Kommunistin auszugeben, das weiß ich sehr zu schätzen. Aber 50 Forschungspunkte, okay, okay. Ist das nicht die... Okay. Eine eingehende Übertragung. Bonjour, Astrobürger. Die Besatzung der La Vorige heißt euch herzlich willkommen als euer offizieller Verbündeter von der Erde. Erroy, kehrt zu eurer Nickerchenstation zurück. Erroy, Kommunikation mit einem anderen Schiff. Pardon, unsere KI ist ein klitzekleines bisschen verwirrt. Das war nicht in ihrem Programm. Ich würde mich aber gern mit Ihnen treffen. Monsieur, Captain aus Amerika, um das Bündnis zwischen unseren Nationen zu stärken. Ja? Dürfte ich auf einen Drink zu Ihrem an Bord kommen? Wie? Merci, Captain F. Ohne Scheiß. Die haben eine Katze auf dem Dings. Ich sag nur so. Also, ich liebe Katzen. Und, ich habe französische Vorfahren. Also... Werde ich sagen, aber ihr könnt kommen. Aber nur, wenn ihr Katzen mitbringt. Sonst sehe ich das nicht ein. Nur mit Katzen. Dann könnt ihr auch euch gerne ein paar Suppen nehmen. Für die Katzen aber natürlich dann, ne? Ziel erreicht. Suche nach der Quelle mysteriösen Übertragungen im Weltraum. Monsieur, Monsieur, Astrobürger, in Charte, Captain, Filiers hier. Erste Katze im Welt. Woo! Stolze Vertreterin der Regierung meines Landes. Let's go. Oh, ist das süß. Oh, ich liebe das. Oh, ich liebe das. Das ist so cute. Oh, da muss ich direkt nochmal aus meiner Katzentasse trinken. Okay, ich mag die Franzosen. Ich mag das. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wir haben geringgefügige technische Probleme mit der Kommunikationskonsole. Anders ausgedrückt, wir sind völlig taub und blind. Ich kann den Ursprung der Fehlerfunktion nicht lokalisieren. Aber ich erfasse ein zunehmendes schnelleres Tonsignal, Captain. Das ist eine Bombe! Der Zähler wird bald abgelaufen sein. Unternimm etwas, Captain. Okay. Ja, wir machen es schnell. Deck die Katze ein. Schütz die Katze. Wir müssen die Katze retten. Ich finde es super, dass wir eine Katze haben jetzt. Das freut mich sehr. Du hast die Bombe aus dem System entfernt und eine Schutzsichtausrüstung entwickelt. Die dumpfe Explosion war gruselig, aber niemand wurde verletzt. Ach krass, okay, also wir wären wirklich verletzt worden dann. Okay, das ist ganz gut, dass wir das... Als ob das jetzt hier immer drauf ist. Das ist aber echt cute. Ey, schaut euch den Jungen an. Miau. Warte, wie wird das ausgesprochen? Filiesje?
Filetiert oder Filetier? Keine Ahnung. Ich kann kein Französisch. Filetiert möchte dich sprechen. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Doch es gibt ein Problem. Jeden Tag erhalte ich zahlreiche Eroi-Meldungen von Claudi. Hier ein Eroi. Warte, wie wird das ausgesprochen? Eroi? Da ein Eroi, es nimmt kein Ende. Übrigens, Claudia ist meine Tante und die hat auch Katzen. So. Es geht ihr nicht gut. Womöglich ist es meine Schuld. Ich sollte die Larvacue eigentlich nicht verlassen. Nicht vor unserer Rückkehr zur Erde. Ich muss schnell zurück auf mein Schiff. Solange Claudi nicht richtig funktioniert, brauche ich vielleicht ihre Hilfe. Kann ich künftig auf sie zählen? Immer. Immer, Feliciette. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Hey, Katzen kann ich vertrauen. Katzen sind super. Ich liebe Katzen. Friendzone. Oh, ich habe ein Achievement bekommen. Habt ihr nicht gesehen, aber. Friendzone. Nee, das war ein schöner Kontakt. Mag ich. Ziele erneuert. Weitere Infos unter Ziele. Okay, schön. Captain, ein unseres nicht lebensnotwendigen Subsystem kollabiert gerade. Die Fehlerfunktion ist ernst und das System will einfach nicht mit mir reden. Wir müssen uns direkt drum kümmern. Wenn wir nichts unternehmen, wird wir dieser Zusammenbruch dazu führen, dass eine zur Astrophie der Gehirnzellen führendes Kühlmittel in unser Lüftungssystem eindringt. Anders gesagt, du solltest dich besser um einen Ausweg... Shit. Wir haben nichts. Wir werden dumm. Wir werden dumm, Leute. Unser Hirn gefriert. Shit, ich kann aber nichts tun. Ich kann nichts tun. Oh, no. Betet schon mal dafür, dass uns nicht zu viel passiert. Boah, wir sind sowas von erkältet, oder? Gut, also wie geht es euch allen? Konnte es freigesetzte Kühlmittel aus der Luft filtern, aber ihr habt ja eine Menge eingeatmet. Okay, also ist doch nichts passiert. Bin ich ja froh. Bin ich froh. Interessante Neuigkeiten, Captain. Hinter einer der Wandplatten scheint sich ein Hohlraum zu befinden. Vielleicht ein versteckter Raum. Ein geheimes Lager? Es wäre eine Überprüfung wert. Wie willst du herausfinden, was sich hinter der Platte verbirgt? Na gut, da wäre eigentlich Kraft, ne? Aber wir haben keine Kraft. Das wäre ja dumm. Aber dann wiederum, man braucht ja... Ja, komm, bevor wir jetzt irgendwie deine Platte rausreißen und dahinter sich der Weltraum bewegt... Wir nehmen Schnelligkeit. Das passt ja... Oh, wir müssen mal wieder füttern, ne? Warte mal. 16. Ja, wir sollten wieder. Wir haben ein bisschen lange nichts mehr zu essen bekommen, habe ich das Gefühl. Nein, wir haben gar nichts mehr. Shit, dann möchte ich die Alte aber opfern. Nicht ihn. Der ist der Kräftige. Wir haben schon einen Schlauen und dann noch einen Kräftigen ist gut. Hungrig? Ach nee, warte, die sind beide am Verhungern. Dann kann ich ja nichts essen und die bekommen noch was. Da müssen wir aber schleunigst was bekommen, ehrlich gesagt. Captain Filets funkt dich an. Monsieur Captain, wir befinden uns in großen Schwierigkeiten. Claudi-Fehlfunktionen werden immer schlimmer. Sie befindet sich im Laserspielspaßmodus und kann ihn nicht mehr beenden. Der Laser tanzt umher und meine Besatzung dreht völlig durch. Wir können nicht schlafen, können unseren Blick nicht abwenden und bekommen dafür nicht mal Leckerlis. Eine solche Pein würde ich nicht mal an einem schlimmsten Feind wünschen. Nicht mal den Bolschwistenkötern? Oh Gott. Können sie uns in irgendeiner Weise helfen? Es tut mir leid, aber die Katzen gehen vor, Alte. Du kriegst das Essen nicht. Ich hab denen geschworen, dass ich denen helfe. Ich kann da jetzt nicht Nein sagen. Das sind Katzen. Hast du mal gesehen, wenn Katzen unglücklich sind? Was sie dir antun? Ich habe sämtliche Narben an meinem Körper deswegen. Okay, ich finde gerade keine. Aber... Oh, wir haben sogar ein Souvenir bekommen. Na Mensch. Da hat sich ja richtig gelohnt, die hier zu opfern fast. Für gut, dass es ihnen gut geht. Shit, warte mal. Können wir... Oh Mann, warte mal. Können wir irgendwen rausschicken? Oh, warte, können wir... Warte mal, wie geht das? Wie kann man jemanden rausschicken? Wie geht denn das? Ist das irgendwo hier? Shit. Dafür muss man, glaube ich, hier gefragt werden, oder? Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, ne? Sag's nur. Ich sag es nur. Captain, da stimmt etwas nicht. Ich verzeichne unterkontrollierte Energieschübe im Herstellungsmodul. Ich kann sie nicht unterbinden. Damit ist das kein Unfall. Das ist ein Sabotageakt. Jemand hat das sofort, muss das sofort reparieren, bevor es explodiert. Ja, mach das mal mit, bitte. Bitte finden wir dabei noch Suppen. Sonst werden die halt echt gleich draufgehen, ne? Dann war's das. Dann war das gerade ein ganz kurzes Adventure. Gott. Unglaublich, Captain. Du hast nicht nur die Energieschübe im Herstellungsmodul gestoppt, du hast dabei noch das Modul verbessert. Sieh dir diesen Helden an. Ich kann mit meinen Kameras nicht glauben, gerade ein Dutzend Kartoffeln an uns vorbeigerast. Warte mal, was?
Hol dir die. Komm, wir brauchen Essen. Hol dir die Kartoffeln. Hol dir die Kartoffeln. Ey, können wir irgendwie mal jemanden rausschicken wieder? Geht das? Zwei Suppen, let's go! Okay. Verhungern? Ihr bekommt beide was. Genau, perfekt. Was wird hier angezeigt? Auf ein Wort, Monsieur. Von Captain zu Captain. Das Universum ist ein unerbittlicher Ort. Furchtbar leer und deprimierend, nicht wahr? Meine Besatzung leidet darunter. Es fehlt ihr an Elan. Die Stimmung an Bord lässt zu wünschen übrig. Durch die Programm-Errors von Claudi werden unsere Spielpausen immer aufgeschoben. Das geht so nicht. Wir lechzen nach etwas Vergnügen. Können Sie uns helfen? Komm, spiel damit. Ich kann da nicht Nein sagen. Das geht so nicht. Hey, wir haben mal ein Buch bekommen. Das ist ganz gut. Uns geht's auch anscheinend wieder allen, außer ihm hier. Also uns geht's allen eigentlich ganz gut. Gestern Nacht habe ich mir einige Designs für wunderschöne Maschinen angesehen. Das Warum tut nichts zur Sache, aber... Okay. Aber jetzt pass auf. Ich habe an Bord einen Lebensmittelautomaten entdeckt. Alle Shuttles des Astro-Bürgers-Programms sollten planmäßig mit einem davon ausgestattet werden. Bei unserem fehlt ein Hebel. Aber ansonsten scheint er funktionstüchtig zu sein. Und wir haben nichts. Das hätte unsere Rettung sein können. Jetzt wird er sterben. Er wird sterben. Ich habe es eingesehen. Er wird sterben. Wir hätten echt am Anfang die Suppen nicht so verspenden sollen. Aber das merke ich mir für die nächsten Folgen. Undankbarer Schnösel. Ja, das ist wahr. Captain Felice sendet folgende Übertragung. Monsieur Astrobürger, dürfte ich Ihnen meine beiden treuen Offiziere vorstellen? Professor Anomé, der geniale Theoretiker, und Madame Integra, meine beste Kundschafterin. Zusammen sind sie der lebende Beweis, dass Neugier nicht der Katze tot ist. Sie würden sehr gerne etwas Forschung betreiben. Sie suchen nach einem Ort, der neu und aufregend ist. So wie ihr Schiff. Dürfen sie an Bord kommen? Na immer. Ich möchte... Oh, mein Wecker. Das ist ein typischer Insider auf dem Kanal. Nicht mehr. Ey, ich würde die Katzen so gerne aufnehmen. Oh mein Gott. Oh, so süß. Wie die da rumkrabbeln. Oh. Ey, da bin ich doch glücklich jetzt. Oh, haben sie das kaputt gemacht? Oh, okay. Miau. Ich finde es schön, dass Professor Anonyme einfach schläft. Finde ich gut. Ich habe einen Fehler in meinem System, Captain. Ich habe keine Ahnung, wer meinen Code verändert hat. Aber die Konsequenzen können verheerend sein. Du musst meine Gehäuse hinten öffnen und Notfallreparaturen durchführen. Ja, mit Wissen. Warum sollte man das auch mit Schnelligkeit machen? Schnelligkeit ist halt so gut. Das ist halt mit richtiger Technik auch so. Wenn du richtig schnell immer alles machen möchtest, dann geht's halt kaputt. Fehler behoben. Nice. Captain, ich spüre einen beunruhigenden Aufbau an psychischer Anspannung. Folgende Maßnahme. Schmeiß eine epische Party. Ich nahm mir die Freiheit, mich selbst einzuladen. Die gesamte Besatzung einladen? Aber klar doch. Je mehr, desto lustiger, schätze ich. Oh, wir haben aber keinen. Ich meine, ihr könnt gerne eine Party machen. So, ich bin kein Partymensch, aber... Wenn ihr wollt, aber dann müsst ihr halt Luft trinken oder so. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eh gesünder als Alkohol. Würde ich immer empfehlen. Hallo, Captain Spaßbremse. Oh. Das ist schon süß. Seitdem sie einen Revierkampf um den hochbegehrten Platz am Fenster verloren hat, ist Madame Intriga ratlos. Sie ist einfach überall zu finden. Sie erklettert, betatscht und beschnüffelt alles. Wo geht sie denn jetzt hin? Da darf man sie nicht hin, Captain. Schaff sie weg von... Aber mit Schlauigkeit, ne? Obwohl, nee, da wäre Ne, man kann ja auch ändern, ne? Okay, weil ich glaube, da ist Schnelligkeit ein bisschen schlauer. Wenn man die da wegziehen muss oder so. Ich war erleichtert, diese Pfoten von meiner Tastatur loszuwerden. Vielen Dank, Sir. Oh. Okay, ich weiß, wo sie hingeklettert ist. Ey, wir sind fast am Katzen, könnt ihr euch nicht ein bisschen, also könnt ihr nicht ein bisschen was, also ich weiß ja nicht, also vielleicht ein bisschen Essen antreiben? Ich meine, wir füttern euch. Wahrscheinlich auch. Captain, ich erfasse ein großes Objekt unbekannten Ursprungs, ganz in der Nähe, es ist hohl. Darin könnten sich Vorräte befinden. Mach auf, ich lese das gar nicht weiter. Mach einfach auf. Komm, wir brauchen das. Wir brauchen die Vorräte. Das ist unsere Rettung. Ihr müsst das verstehen. Oh, und da war nichts drin. Okay.
Sieht so aus, als hätten wir einen Lag. Captain, die Sprinkleranlage hat sich verselbstständigt. Und jetzt wird absolut alles nass. Du musst etwas unternehmen, bevor unsere Vorräte komplett absaufen. Beeil dich, du hast keine Zeit zu verlieren. Ja, schnell. Die Katzen werden sonst halt auch nass. Das ist mein größtes Problem gerade. Die Katzen werden dann einfach nass. Das könnt ihr nicht tun. Und ist was nass geworden? Oh no. Ich sehe hier gerade schon Toten. Was ist mit ihr passiert? Sie ist Kommunistin geworden. Und die Katzen sind weg. Megan, was machst du, Captain? Warte mal. Megan, was machst du? Captain, das Besatzungsmitglied Mann verstößt gegen die Regeln. Was? Sie versucht, meinen Speicher zu überschreiben. Das ist... Oh nein, Captain! Sie hat uns die ganze Zeit über sabotiert. Das ist unmöglich. Hast du voller Schrecken aufgeschrien? Wir waren Freunde, Megan. Megan blickte dich nur mit rot blitzenden Augen an. Und endlich hast du es durchschaut. Genossen Mann, nehme ich an. Hast du gerufen, ein Maulwurf der Sowjets. Ach du Scheiße, wir müssen sie erschießen, wir müssen sie erschießen. Aber dann sind wir nur noch übrig. Oh nein. Ping-Poff. Tja. Hey, da sind wir nur noch, nicht wahr, Skelett-Kollege? Ah, das ist super. Tja, noch eine Tote. Finde ich super. Ich habe nichts zu berichten, Captain. Meine Empfehlung wäre, Captain, würde es dir etwas ausmachen, beim Gähnen deine Hand vor den Mund zu halten? Ich dachte, du hättest heute Nacht gut geschlafen. Ja, wir haben gerade zwei Tote gehabt, nicht wahr? Moment mal, könnte das hier Langeweile sein? Ja, ich habe gehört, dass... Ja, den nächsten Buch. Ist okay, kannst du machen. Es sieht gerade nicht so gut aus. Ich glaube, wir sind gleich tot. Denn wir verhungern gerade dermaßen. Okay, Katzennachricht, sehr gut. Villiers Stimme dröhnt durch das Kommunikationssystem. Das Ende naht! Claudi ist nicht mehr sie selbst! Hören Sie es! Das Grollen unseres Bordstaubsaugers! Er donnert durch die Korridore und saugt alles auf, was ihm in die Quere kommt! Angsterfüllt suchen wir Schutz in dem Schatten. Oh nein, unsere gute Claudi steht nur etwas hinter sich. Monsieur, helfen Sie uns! Wir müssen helfen. Wir müssen helfen! Wir müssen helfen! Wir müssen helfen! Ist egal, unser Tod ist bald nah. Wir verhungern gerade. Es ist aber egal, wir müssen eine Katze finden. Das ist eine Katzenfolge. Du musst das verstehen. Was zeichnest du da, Captain? Ist das Schinken? Ich verstehe, du hast genug von dieser Suppe und siehst dich nach Erdnahrung. Reiß dich zusammen, das führt doch zu nichts. Zum Glück habe ich genau das richtige Programm für diese Situation. Das heißt, es gibt nicht noch mehr als Bockwurst und Kartoffelsalat. Das sollte dich auf anderen Gedanken bringen. Würdest du... Okay, ja, wir sind eher am Fungen. Außerdem ich bin Vegetarier, also das bringt mir nichts. Ich esse eh keinen Kartoffelsalat und Bockwurst. Ich bin kein typisch Deutscher, okay? Vorsicht, Captain, ich habe einen Leck in unserem Reaktorkühlsystem entdeckt. Das ist nichts Gutes, ich wollte es nur gesagt haben. Wir können nichts machen. Wir können nichts machen und wir verhungern. Wie hält Mehmet bitte aus? Was? Okay, ist du. Er ist gerade gestorben. Und ich sag noch gerade, wie viel hält er bitte aus? Hey, aber komm, für die erste Runde ist es okay. 32 Tage, damit gebe ich mir zufrieden. Und Katzen auf dem Raumschiff gehabt. Das ist das Highlight. Das ist das Highlight, okay? Ah, schade. Ja, somit sind wir dann wohl leider draufgegangen. Aber hey, das ist gar nicht mal allzu schlimm. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst eine Bewertung da. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bye, bye.